Ui. Zelda, ein fantastisches Spiel. So viel zu tun irgendwie. Die Welt ist so riesig. Überall entdeckt man was. Es ist fantastisch. Gewitter. Oha. Oha. Ein wirklich doch großartiges Spiel, obwohl die Welt echt riesig ist und doch irgendwo leer. Und doch gibt es halt so viel zu sehen. Es ist fantastisch. Es ist ein schönes Spiel, doch. Auf jeden Fall. Aber ob ich es zum besten Zelda-Spiel betiteln würde, wie so viele tun, da bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, ich weiß es nicht. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ich glaube eher nicht. Ich weiß es nicht. Aber es ist schon sehr, sehr klasse. Boah, da sieht man die Titanen. Voll geil. Geil. Okay. Wir wollten genau geradeaus. Wunderbar. Stimmt, ja, da ist es ja schon. Ach, guck mal, ein Grog. Ah ja, witzig. Ja. Irgendwann anders. Okay. Ist das hier ein gekröntes Tier? So sage er mir, ob dies ein gekröntes Tier ist. Oh lol. Einfach ja oder nein. So, hier soll eigentlich trotzdem eine Erinnerung sein. Irgendwie. Eventuell, zufällig, theoretisch gesehen. Oder halt auch nicht. Ich verstehe diesen Punkt hier nicht. Oder ist das der letzte Ort, wo sich die letzte Dings offenbart? Ich weiß es nicht. Es ist merkwürdig. Ach nee, guck, da ist es ja. Nochmal ein Stückchen weiter links. Na dann. Da haben wir es ja. Siehst du mal. Mitten im hohen Gras. Na dann wird's Zeit, uns zu erinnern. Als nächstes gehen wir nach Coronia. Es gibt viel zu tun. Ich muss an dem Titanen dort arbeiten, damit Darok ihn besser steuern kann. Auch wenn wir zahlreiche Tests durchgeführt haben, ist es trotzdem eine Gleichung mit vielen Unbekannten. Aber fest steht, diese Relikte wurden von unseren Vorfahren erschaffen. Das heißt, wir können sie verstehen und herausfinden, wie sie funktionieren. Du wirst schon sehen. Wir werden die Verheerung, wir werden Ganon damit besiegen. Dafür sorge ich. Sag mir, hat das heilige Bannschwert seine Geheimnisse mit dir geteilt? Die Stimme, die seinem Stahl innewohnt. Kannst du sie wirklich hören? Wahrscheinlich schon. Natürlich. Das war auch wieder sehr interessant. Diese Zelda ist ja sehr schlau. Mensch. Da kann die an Titanen rumwerkeln. Das ist eine sehr interessante Zelda. Eine wirklich sehr interessante. Das war wieder falsch. Ich möchte doch nur zur Karte. Vielen Dank, meine Freunde. Alles klar. Alter, wie viele Blitze. Alles klar. Ja. So, das hätten wir auch. Schön. Nächster Halt ist Gerudo-Wüste. Wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Denn da oben kommen wir noch nicht so wirklich hin.
Okay. Hier habe ich eine Truhe markiert. Warum zur... Ich glaube, da ist die Zora-Maske. Kann das sein? Da ist noch was fürs Zora-Gewand. Da sollten wir ja fast hin. Irgendwann anders, Freunde. Irgendwann anders. Ja, der nächste Halt ist dann hier Gerudo-Wüste. Freue ich mich drauf. Ja. Hier ist auch noch was. Und eine Truhe. Was? Arena-Ruine. Ach so. Und eine grüne Markierung. Was habe ich mir denn da bitte markiert? Wir wissen es nicht. Ich würde mal sagen, hier machen wir jetzt Schluss. Das ist doch schön hier, oder? Können wir auch schön den Stream beenden. Was war jetzt das wieder für ein Geräusch? Immer dieses kurze Gegnergeräusch, beziehungsweise dieses Blutmondgeräusch. Und ich denke dann immer, es kommt ein Blutmond und dann kommt keiner. Naja, okay. Auf Toilette, so müsste ich jetzt auch mal langsam. Da ist ja schon die Arena, ne? Oh Mann, jetzt sind wir halt irgendwie schon da. Sollen wir jetzt da echt noch reingucken? Oh, ich weiß nicht. Oh, ich weiß nicht. Mist. Oha, was wollten ihr? Jetzt sind wir halt schon da, ne? Okay, warte mal. Sollen wir da noch reingucken? Danke für den Stream. Liebend, liebend gerne. Danke, dass ihr da wart. Ne? Da muss ich mich doch ein bisschen mehr bei euch bedanken. Ohne euch wäre ja... Da würde ich hier einfach nur alleine sitzen. Und das einfach alleine Let's Play. Das ist auch viel schöner mit euch. Da muss ich mich doch bei euch bedanken, dass ihr dabei seid immer. Oder oft. Das ist viel schöner. Okay, jetzt sind wir schon da. Gucken wir uns das noch an. Bevor wir hier wirklich Schluss machen. Wenn wir schon hier sind. Arena-Ruine. Da habe ich mir irgendwas Interessantes markiert. Früher kam ich da irgendwie noch nicht wirklich rein. Aber ich denke, jetzt kriegen wir das schon gebacken. So, wir benutzen einfach mal den letzten Windstoß. Ja! Yeah! Dankeschön. Very nice. So, dann kann sich der Titan auch wieder aufladen. Okay. Da ist ein fucking Leune. Oh my gosh. Okay. Hä? Und ohne dich gäbe es keinen Stream. Es ist ein Vorteil für beide Seiten. Oh, schön gesagt. Stimmt auch wieder, ja. Ja gut. Hast du recht. Schön gesagt. Okay. Was ist hier zu tun? Muss ich auf jeder Ebene die Gegner besiegen? Was ist das hier? Blauer Leune. Ha. Und ich habe nicht mehr allzu viel Leben. Ach ja, ich habe hier diese lustige Maxi-Rüben-Geschichte. Was bist du denn? Ah, fantastisch. Link, warum hast du dein Schwert nicht gezückt? Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Das ist ja der Wahnsinn. Ja. War was? Ab nach oben. Ja. Ah. Oh nein, wir haben es nicht hochgeschafft. Das ist so scheiße.
Das ist einfach, weil ich kein Schwert draußen hatte. Ach, das ist fantastisch. Das ist fantastisch. Warte, leuchtet es? Nein, okay, schade. Alter, dieses Gewitter da draußen, nicht? Als ob da ein Grog ist oder was. Boah, ich schwitz voll, oder? Da, das gibt's ja nicht. Oh Mann, ey, Leute. Och Mann, was? Oh, Arena. Ich. Oh Gott. Lass das mal. Muss ich hier alle besiegen? Was ist. Oh Gott, ich will nicht. Oh Gott, das ist doch kacke hier. Okay, 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 okay. Okay, okay. Ich muss vollkommen verrückt sein. Hallo, Leune, du Streune. Und auf die Omme. Ja, nice. Oh, geil. Einfach tot. Ich. Na, und sonst so. Ja. Wunderbar. Gut. Ziehen wir uns wieder das hier an und das hier, dann sind wir wenigstens ein bisschen stärker. Ach ja, wunderbar. Soll ich jetzt die Rübe essen oder nicht? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich sollte ich das tun, nicht wahr? So, wir gehen erstmal hier hoch. Wie, Fragezeichen, wie, der hat mich gehört. Was ist das? Okay, boah, mir ist so warm. Okay, pass auf, wir gehen jetzt da hoch. Hä? Hallo? Danke? Ja! Manchmal frage ich mich echt. So, dann phrasen wir. Oh, so, phrasen wir das hier. Alter, voll geil. So, fantastisch. Dann speichern wir hier ab. Falsch, weil ich kein Schwert draußen habe. Dann speichern wir ab. Mir sind Leute 100-mal lieber als Wächter. Die Wächter sind einfach nur nervig. Ich finde die Wächter halt sehr cool. Ich kämpfe gern gegen sie. Die sind halt eine schöne Herausforderung. So. Die sind schon ein bisschen nervig, das ist schon richtig. Aber irgendwie, ich weiß nicht, ich finde Leune nerviger. Die sind irgendwie bescheuert einfach. Wir kämpfen uns jetzt einfach von oben nach unten durch.